Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen zusammen mit Dark Shulker. Ja, von Game Rock Rollers und wir spielen jetzt gerade heute die Revanche von unserem letzten Let's Battle Unreal Tournament 2004. Danke, dass du meinem eingerosteten Gedächtnis nach so viel Gewalt und Tod auf die Sprünge hilfst. Wahrscheinlich bin ich gejoint. Du bist auch schon drin, oder? Ja. Gut. Ja, würde ich sagen, fang mal an. Ja, genau. Oh, hier warst du also schon. Danke, dass du mir das sagst. Und ich habe die Steuerung immer noch nicht umgestellt. Ich bin ein Pro. Verpiss dich, halt wieder Scheiß. Ah, ich wusste es. Wenn er die hat, dann habe ich verloren. Ich muss ihn die Augen nicht abnehmen. Boah, Mann, das ist so verkackt hier. Ist dir mein neuer Skin aufgefallen? Ja, du bist ein Roboter, das finde ich doof. Warum? Weil ich so viel Blut ist. Tu ich nicht? Nein, also du blutest jetzt halt lila. Das finde ich cool. Ich glaube, ich kann dich aber nicht mehr so schön zerfetzen wie sonst. Finde ich persönlich blöd. Das finde ich noch besser. Warum? Ich finde das nicht hübsch aus. Ja, das schon, aber... ja... Ich sag mal so, ich find's nicht so lustig, zerfetzt zu werden. In Videospielen finde ich das witzig. Ich sag dir, zerfetzt zu werden. Ja, Bam. Das auch. Ich hab nicht mal gesehen, wie du gestorben bist. Und ich hab dich da gerade langrennen sehen. Und du bist schon wieder da, direkt vor mir. Das nervt mich jetzt schon wieder hart. Könntest du sterben? Tust du mir den Gefallen? Ja. Du bist aber auch schon wieder fast tot, oder? Na, 46. Dann sind ja fast tot. Ja, mein Skill sind das zwei Schüsse. Ja, bei deiner Headshot-Quote, ne? Ja, die ist bei 0,0%. Das ist. Ja, ich würde sagen etwas niedriger. Super Two-Skill Off-Host-Player, ja. So ist das nämlich. Verpiss dich mit dieser Waffe! Ich könnte ausrasten, Mann. What? Ich hab gut getroffen, würde ich sagen. No Scope. Ich hasse das so, wenn du die hast. Ich hasse das wie die Pest. Ich liebe das so, wenn ich die habe. Ich finde das total geil. Nee, echt. Headshot. Mitgelaufen. Ey, das hättest du sehen müssen, das war so hammer. Bin ich einfach richtig dumm in deinen Fadenkreuz rein, oder was? Nee, ich bin mit dem Fadenkreuz, das habe ich mit, also direkt in deine Bewegung reingezogen. Ja. Wenn ich die nicht abnehme, Alter, dann ziehst du mich jetzt in Null. Oder ich habe noch einen Kill, ne? Zwei sogar. Was? Du hast Skill? Was? Skill, habe ich gesagt. Ach so. Skill. Ich und Skill am Rechner, Alter, bitte. Woher denn? Wow. Was, Mann? Stirbst du eigentlich gar nicht? Doch, aber du hast dich gerade selbst weggesprengt. Ey, wie viel AP hast du noch, Mann? 12. Das war geil gerade. Fick dich, Mann. Fick dich. Nee, du, ich hätte dich nicht gekillt. Du hast dich selbst gekillt. Ich weiß. Ich verstehe überhaupt nicht, wie. Aua. Sicher kannst du mich schön zerfetzen. Ja, aber sieht nicht halt so cool aus, weil du kein Blut hast. Und keine anderen Sachen, die cool sind. Du bist halt ein Roboter. Das ist halt voll langweilig. Also... Wenn alle Roboter wären, dann könnte man das Spiel auch ab 12 machen. Du kennst doch die USA. Ach, scheiße, ich hatte gehofft, dass du keine Muni mehr hast. Ja gut, ich sag mal, da kann man in Amerika ist wahrscheinlich ab 12. Also, ja, gut, du hast recht. Ich hab dann wieder diese Waffe. Ich spiel mit dem Ding halt nur No-Scope fast. Ja, Quickie geht hier ja nicht. Ja, ich finde das Doom auch nicht so cool gelöst. Ja, fuck you. Habe ich hier auch einmal getroffen? Nee, nö. Nee, aber das immer, Zoom... Immer ziemlich knapp. Das Zoom mit der Waffe ist echt verkackt. Ja, ich finde, das müsste so sein, dass du halt... Ja, wie halt bei aktuelleren Shootern, dass du halt einfach direkt in dem Zoom drinne bist und nicht so ranzoomen musst. Das ist nämlich voll der Aufwand oft.
Habe ich dich etwa getroffen? Ja. Ey, ich glaube, ich verstehe es nicht, Mann. Warum bist du mit dieser Waffe so gut? Weil ich COD-Sniping, naja, egal. Ja, weil du halt direkt, also weil du halt nicht immer voreinschießen musst, sondern einfach direkt drauf, ne? Ja, genau. Es liegt alles nur am Host hier. Ja, das habe ich gar nicht gemeint, aber egal. Wirklich, ich bin so gut, dass ich dich irgendwie reinlegen könnte? Ja, eigentlich schon. Ich nicht. Oh, ich schon. Wenn du mich jetzt wenn du mich jetzt reinlegst, lache ich dich so aus. Warum? Ach so. Oh Mann, da kann ich ja nur verlieren. Wenn du mich reinlegst, dann habe ich ja auch verkackt. Das ist ja richtig unfair. Weißt du, ich lege dich rein, dass du mich reinlegst. Das ist gerade hier so richtig verkackt. Das ist richtig komisch, Alter. Ich sehe immer. Ja, ich weiß genau, wo du langläufst, aber ich sehe dich selber nicht. WTF-Bahn! Woher willst du wissen, wo ich langlaufe? Weil ich immer sehe, wie die Sachen hinter dir respawnen. Ich sehe immer die Sachen, die da liegen und auf einmal respawnen sind. Und dann weiß ich, du warst hier, aber ich finde dich nicht. Gut, du läufst doch gerade hart falsch. Ich bin gerade dieser Spur gefolgt und jetzt ist die auf einmal zu Ende. Ja, liegt daran, dass ich nicht mehr laufe. Wenn du jetzt kämpfst, ne? Ich weiß, wo du bist. Oder auch nicht? Doch. Ich dachte, so gewusst, dass du da hier bist. Nein! Das war jetzt aber mal gut, ey. Ja, ich hatte nur noch Schild im Prinzip. Wow, ach, hinter mir. Ach so. Ja, das muss auch erstmal einer. Mann, warum töte ich mich immer selber, wenn ich das Ding habe? Ich hasse mich. Ich stehe 4 zu 7, Alter. Ich könnte schon wieder kotzen. Du sollst aber nicht kotzen. Ja, das habe ich ja nach Freitag gemacht. Ja. Wie gesagt, war ein super Abend. Ja, sicher. Erstmal wieder richtig kotzen. Das ist so assi. Du gehst in den Abend so mit der Voraussetzung, heute erstmal wieder ordentlich reiern. Das war ja nicht die Sache, die wir geplant hatten. Ja, ja. Ja, wobei doch, mit Leon habe ich so geplant, dass wir morgen beide kotzen, aber das haben wir, glaube ich, mir erschert. Das will ich hoffen. Naja, eigentlich ist das ganz witzig. Also ich kann mich daran eh nicht mehr erinnern. Also mir ist es nicht mal peinlich. Mir wäre es peinlich, wenn ich morgens auf einer Couch aufwachen würde. Das war ja nicht so. Ach ja, also, ach ja, richtig. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, ob du gepennt hast oder nicht. Ja, das ist es halt. Also, ich war ja die ganze Zeit nicht wach, ich war dann nur. Also, ich war halt nur total weggetreten. Also, ich habe nicht gepennt und. Ich wusste auch, wo ich war und so. Das war mir schon alles klar. Bats, direkt erstmal getroffen. Ey, wie viel AP hast du? Du hast dich doch schon wieder regeneriert in der Zeit. Ich hab 9. Wow! Warum genau treffe ich dich mit dem Assault Rifle nicht auf die Entfernung? Weiß ich nicht. Ah, ich bin tot. Weißt du, wie viel AP ich noch habe? 1. Ja. aber auf einen genau, ey. Wow. Hast du immer noch 1? Nein. Sieht nicht so aus, ne? Nee, ich glaube, du wärst sonst richtig hart tot gewesen. Ja, ich hatte aber nicht viel, also ich habe jetzt auch nicht viel. Problem ist, wie gesagt, dass bei mir, also ich habe immer das Glück, wenn ich gerade fast tot bin, dass dann die ganzen Sachen nicht da sind. Das heißt, ich darf dann 10-mal über die Map rennen und mir meine Energie wiederholen. Und wenn du jetzt wieder an diesem scheiß Snipe-Spot stehst, ne, dann raste ich aus. Wenn er so lacht, dann müsste er eigentlich sein, aber wahrscheinlich ist er da jetzt nicht, um mich zu verarschen. Wow, wow, fuck. Alter, was hältst du denn aus, Mann? Hab ich von dir gerade auch gedacht. Wie viel hast du noch, bitte? 16. Ach Gott, ich könnte kotzen, aber... Ich natürlich wieder. Nein! Zwei. Och, Junge, der war geil. Der war hübsch. Schade, dass es keine Killcam gibt. Hab ich dich noch getroffen mit dem Ding? Nein, ich glaube, ich habe aber selber ordentlich getroffen. Ach so, Standard also. Das mache ich immer, ja.
war ja so klar. Fick dich. Boah, hat geleckt gerade. Ja. Och, Junge, du mit deinem Kack-Raketenwerfer, ey. Sagen, es ist wirklich hart dumm, dich unter einen zu stellen, wenn der Raketenwerfer hat. Ja, was soll ich denn machen? Deiner Meinung nach. Skill zeigen oder so. Aha. Ach, das ist ja, genau. Ich sehe noch, wie du genau an der Stelle, wo du gestorben bist, wie das spawnt. Ach nee. Richtig, das war richtig dumm. Du nimmst die Waffe, die du hattest, bevor du gestorben bist, nimmst du wieder auf. Ja, sicher. Weil die noch volle Munition auch, fick dich doch, Junge. Du mit deinem scheiß Jump-Dings da, ey, ich hasse das. Dann wie Tournament, Mann, da muss man die ganze Zeit in Bewegung sein und bist du tot. Ja, was meinst du, warum ich sterbe? Ja, ich bin bewusst. Und das Problem ist. Darum holst du die ganze Zeit wieder eine Waffe, weil du einfach in der Ecke stehen kannst und schneidest. Richtig, das Problem ist, ich bin so COD gewöhnt. Solche verweichlichen, lahmarschigen Shooter. What the fuck tust du da? Ich hab mir gerade den Grafikeffekt angeguckt, wenn ich die Linkarm benutze. Boah, nein! Ja! Fuck! Aber viel HP hast du nicht mehr, oder? 70. So, doch, okay. Das ist noch einiges. Inklusive ich Schild. Ich hab gerade aber auch das Problem, dass ich diese verweichlichen Shooter gewöhnt bin, zumindest C. Wow! Wow! Was? Header. Bitte, Alter! Komm doch her, Mann! Ja, bin ich doch. Ach, fuck you. Boah, in dein Gesicht, Alter. Aber, ja, genau, er spawnt halt direkt da. Wie dieses Spawn-System ist, Mann. Ey, ohne Spaß. Ich grüße dich und dich mal, Alter. Ein paar Sekunden später stehst du hinter mir. Ja, wie ist das denn? Das ist COD-like. Ja, aber ohne Spaß, das ist richtig COD-Style. Da bin ich aber enttäuscht von dem Spiel, das hätte ich nicht erwartet, das war nee, Halo besser. So Kack-Spawn-System. Also größtenteils funktioniert es ja, aber das war gerade richtig verkackt. Was? Wieso machst du damit so viel Damage? Ich hasse das. Ja genau, du spawnst schon wieder 2 Meter vor mir, wie mich das gerade ankotzt. Was mich ankotzt, ist, dass du mit dem Ding so derbst viel Damage machst, Alter. Ja, die ist aber auch echt stark. Also wenn du mit diesem normalen Ding triffst, brauchst du 3-4 Schüsse vielleicht, dann ist der Gegner tot. Hä? Was war das denn für ein Lag? Was für ein Lag? Hast du das gerade auch? Nee, ich hatte nichts. Aber ich weiß, dass ich jetzt so, oh, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ja, ich war auch fast tot schon. Na gut, ich dachte schon. Da schon hätte ich jetzt hier voll gedauert. Nee, ich hatte nur noch irgendwie. Du bist so ein Affi, Mann, verpiss dich doch von da. Das nervt mich richtig, dass du dann dauernd rumhängst, ey. Und vor allem mich damit auch noch ziehst und ich mich selber töte. Halt die Fresse! Aber ich hab diesmal wesentlich bessere, also wesentlich mehr Kills im Verhältnis zu deinem als letztes Mal. Ja, verpiss dich doch, Mann, du kannst gar nicht, ohne Spaß. Das nervt mich so hart, dass du, wenn du diese Waffe hast, immer nur campst, ey. Ich campe doch gar nicht. Ich bin gelaufen. Na, geht. Ich bin doch voll bald von mir weg halt. Ich kann halt mit den anderen Waffen nichts machen auf die Entfernung. Nichts. Außer ich habe mal die Shock Rifle. Aber die ist trotzdem lange nicht so stark. Hä? Die Waffen. Ich muss auch sagen, ein Tournament ist nicht so mega Ballon, wie immer getan wird. Nein, das stimmt. Ey, war noch ein verdammten Treffer. Boah, zwei Leben, ein Schild. Versteht nicht, Mann. Nein! Ich hätte dich die ganze Zeit treffen müssen, ohne Spaß. Die ganze Zeit. Und dann bist du immer genau in der Sekunde, wo ich dich hätte treffen müssen, warst du da nicht mehr. Kotzt mich richtig an. Weißt du, ich habe halt die ganze Zeit so geschossen, wie ich denke, wo du hingehst, und dann bist du genau in die andere Richtung gegangen, als ob du es wüsstest. Ich weiß es. Cheater! Was ist? Cheater. Warum Cheater? Ah, weil du wusstest, wo ich hinschieße und so, bla bla. Ach, du musst einfach auch wieder haben, warum ich verliere. Das kenne ich, das habe ich auch immer ganz gerne. Das habe ich bei COD immer hart. Ach, ich liebe das. Sag ich immer, wenn ich verliere, Rapid Fire oder Hacker oder Aimbot oder sonst was. Was gerade so einfällt. Ja, was gerade zur Situation passt. Also wenn mich halt einer übelst mit das Knife wegwampt von
10 Milliarden Kilometer Entfernung, sag ich Aimbot, wenn er mich durch die Wand gesehen hat. Bei mir hat das auch eine viel geringere Feuerrate als bei dir. Oder bin ich nur zu dumm, ihn zu nutzen? Ich glaube schon. Shit. Viel Leben kannst du nicht mehr haben. 27. Alter, das ist viel zu viel, Mann. Ich hab die... Alter! Das ist aber auch hart krass dumm, dich, wenn man den Raketenwerfer hat, so weit von einem Gegner wegzustellen. Das hättest du nicht machen sollen. Ja, was soll ich denn machen? Nah dran kommen? Bei dir mit einer, ja, mit einer Flag? Ja, sicher. Ja, nee, ich hab ja die Minigun benutzt. Wobei doch, ich hab erst die Flag gehabt. Okay, du hattest keine Chance. Ja, geht ja doch. Verrecke. Aber wie viel AP hast du noch? Nicht viel. Weißt du was, mittlerweile habe ich mir angewöhnt, immer da, wo diese Snipe liegt, da als erstes hinzugehen. Weil ich keinen Bock habe, dass du die bekommst. Und wenn du die hast, habe ich gar keine Chance mehr. Also dann muss ich richtig nah an dich rankommen oder so. Das ist verkackt hier. Mann! Nicht die Shield Gun! Nein! Da ist er damit um die Ecke gekommen. Hast du gesehen? Ich habe auf einmal die Shield Gun in der Hand. Ja, ich habe es gesehen, deswegen bin ich ja hinterhergelaufen. Ha! So richtig schlecht hier! Nein! Oh, hat er mich. Das ist ein Eddie, Mann? Ja. Boah, Skiller und so. Ja, langsam komme ich auch wieder. Wow! Er ist vorne wieder hinten hier, Mann. Ich hatte ihn. Und du hast dich selbst getötet, wie das. Warum bist du nicht tot? Das weiß ich nicht. Ich hab mal Schaden bekommen. Du standst doch direkt neben mir, oder? Ja! Fick dich! Was soll das? Ich hab dich eingeholt. Ja, leck mich doch hier. Das sieht ja eigentlich auf Kills oder auf Kills? Auf Kills, mir fällt doch gerade keine Ausrede ein hier. Wie viel Kills ist denn Ende? 30, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, egal, passt schon. Maximal noch 12 Minuten auch. Ja gut, das geht auch. Ja, was? Mann, du hast halt voll. Du hättest zwei. Schild hast du halt. Ja, ich hatte Schild. Im Übrigen. Ja, natürlich. Nice, Alter. Shot, um muss ich sagen. Eckig. Bei mir war ich schon hier, Alter. Also, so um die Ecke rum. Ich will nicht diese Fakten. Und du überlebst halt einen direkten Treffer mit dem Raketenwerfer. Ja, du brauchst zwei Schüsse direkte. Naja, wenn du kein Schild hast, nicht. Ja. Weißt du, was ich hatte? Schild? Ja. Weißt du, was du jetzt nicht mehr hast? Schild? Ja. Ey, wie viel AP hast du noch, bitte? 66. Was? Du hast mich kaum getroffen. Aber du warst doch eben fast tot. Nach dem Raketenwerfer-Scheiß. Hä? Kann ich erzählen. Was? Quatsch. Was? Junge, du hast zwei direkte ausgehalten. Ey, ich hasse das Spawn-System. Warum passiert mir aber nicht mehr? Ohne Spaß, ich töte dich tot. Weil du einfach 2 Meter neben mir spawnst. So, in etwa. Bad. Ey, ich lecke gerade voll, Mann. Hast du das gesehen? Nein. Hab ich gerade auf dein Bildschirm nicht geleckt? Nein. Hab mich gerade derbe einfach mal um 30 Kilometer nach rechts gebohrt. War richtig komisch. Das ist schade. Ich wollte dich jetzt eigentlich genau hier haben. Ja, ich glaube, dass ich auf deinem Bildschirm schon die ganze Zeit da war, nur auf meinem halt nicht. Ich hasse das. Ich Warum bist du hinter mir? Weil ich da oben stand, die ganze Zeit. Warum kämpfst du da oben? Weil ich dachte, dass du da noch wärst. Warum bist du so ein Theorie-Spaß hier? Lern mal richtige Spiele spielen. Lern es. Bäm, Header. Ja, bäm. Ey, wie viel AP hast du noch? 63 und 2 Schild. Ich find's immer so lächerlich, wie viel AP du immer noch hast, wenn ich denke, du bist schon tot. Wie ich dich mit dem Ding halt nicht treffe. Oh, wie ich das hasse.
Geht doch. Also wenn man so rumjumpt? Ja. Ich kann das nicht. Gerade hast du eine richtige Kill-Serie. Vor allem, weil du auch immer dann gerade dann tot bin, wenn bei dir diese scheiß Kill respawnt. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Wer wagt es? What the fuck? Was ist. Hat dich einer angerufen? Nein. Wow! Er springt da drüber! Du bist so ein Nacker! Du hast dich nicht ernsthaft gerade selbst damit ge. Doch, wie viel hast du noch? 44. Mann, wieso hast du die ganze Zeit. Wieso krieg ich dich nicht tot? Nicht mal ansatzweise. Ich weiß es nicht. Ich krieg dich selten unter 50 HP gerade. Ich kann machen, was ich will, ohne Spaß. Ich kann dir die Rakete in den Arsch stecken, es passiert nichts. Scheiß Roboter, Alter. Der Roboter hat mehr AP oder so. Wetten? Ja, genau. Ich hatte eben 18, jetzt steht 18,25. Du hast 6 Kills in Folge jetzt. Nee, 7. Findest du nicht, dann muss man mal was ändern? Ja, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Ohne Spaß. Ich feuer dir gerade die ganze Zeit in die Fresse und es passiert dir nichts. Und jetzt finde ich dich nicht. Und jetzt kommst du da irgendwo von hinten und rammst eine Rakete rein. Ich weiß doch. Wie recht du hattest, Mann. Ey, es leckt gerade, ohne Spaß. Ja, woanders auf einmal bin ich tot. Ich verstehe es nicht. Wow, fuck! Ah, shit. Soll ich das wirklich aufnehmen? Was, du bist tot? Ja. Du bist tot? Ja. Wie bist du gestorben? Du hast mir eine Rakete in den Arsch geschoben. Was? Ich hab dich nicht mal gesehen. Oh, ich hab mir, glaube ich, selbst eine Rakete in den Arsch geschoben. Wow. Und du kriegst einen direkten Treffer mit 3 Stück. Nein, war kein direkter. Nein, was nicht? Nein. What the fuck, Mann, ich kann mit meinem eigenen PC nicht mehr schauen. Ah, fick dich. Ja, was willst du auch machen? Ah, nein, das ist eine schlechte Idee. Ja, wie schon gesagt, von unten nach oben schießen ist immer doof mit Raketenwerfer. Ja. Boah, das war richtig verkackt jetzt. Ah, das war so verkackt hier mal, dass ich nicht gejumpt bin. Wie ich schon sagte, von unten nach oben schießen ist doof. Kann das nicht sein, dass du die ganze Zeit direkt neben mir spawnst? Nein, ich bin gelaufen. Wow, oh, fick dich doch ins Knie, ey. Jetzt hab ich grad Killing-Spiel gekriegt. Ja, wie viele? Keine Ahnung. Könntest du jetzt mal verflucht nochmal sterben? Hast dein Leben wieder. Das war hart, du. Oh, scheiße, war das hart. Oh, kacke. Ja, ich glaube, das war einer der epischsten Self-Kills, die ich je gesehen habe, Mann. Bist du wirklich sicher, dass ich Player bin? Ja. Woran? Also wo bist du? Weil bei mir immer steht UK Player. Okay. Weil bei mir habe ich ja, ich habe das gerade aufgemacht und der Cursor war halt auf Tamara. Deshalb hätte ich mich so gefreut, wenn ich jetzt Erster wäre. Naja, steht doch wieder da hinten mit der Lightning Gun, Alter. Nein, tue ich nicht. Du hast übelst die Lightning Gun. Ja, die habe ich, aber ich stehe da nicht hinten. Ja, das finde ich schon mal eine positive Sache. Wo zur Hölle bist du, Mann? Jetzt frage ich mich bei dir auch gerade. Ich verstecke mich gerade überhaupt nicht, ne? Also. Ja, ich auch nicht, ich lauf quer rüber, Junge. Ja, gut. Ah! Komm mal her, du Wichser, Alter. Ich kann halt nur. Warte, ich will nicht Lightning Gun, Mann. Oh, Mann. Ja. Puh. Ey, aber du bist fast tot, oder? Ja, 19. Ja, ich leck schon wieder, Mann. Ist das der Server oder deine Verbindung? Der Server wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich hab grad andauernd, dass ich einfach mal so wegporte auf einmal. Kennst du das so? Halt, leck. Ja, klar. Aber nicht solche komischen richtigen Lags, dass es halt stehen bleibt, sondern dass ich auf einmal einfach woanders bin. Ach, shit. Aber ich spiele schon besser als eben, vor allem ja. Habe ich mit dem Raketenwerfer wieder ein bisschen mehr. Das hatte ich eben gar nicht mehr hingekriegt. Das mit dem Raketenwerfer finde ich zwar nicht so lustig, aber... Warum? Weil ich sterbe! Ja, ach so meinst du das, ja. Also Raketenwerfer ist einer meiner Lieblingswaffen, weil ich das halt gerade an einem Tournament so cool finde, dass du halt immer vorausahnen muss quasi, wo der Gegner hingeht. Darum mag ich die Flag und Raketenwerfer und die Lightning Gun mag ich zum Beispiel weniger. Also meine Lieblingswaffen sind definitiv die beiden extremsten. Heißt?
Flag und Lightning. Warum das die extremsten? Weil das eine der extremste Fernkampf ist, das andere der extremste Nahkampf. Finde ich Flag ist noch extremer Nahkampf. Fick dich! Mit einem scheiß Raketenwerfer. Ja, ich dachte, der ist super. Und du spawnst bei der Lightning dann, ne? Nein. Dachte, Alter. Ich bin ausgerastet. Ich mag das Shock Rifle an dich auch noch ganz gern. Ja, komm mal her, Alter. Ich komm doch. Boah, der war echt mal ganz schnell gezielt. Wer, von dir oder? Ja. Ah, fuck you! Ja! In your face! Aber hardcore in your face. Ich hab einfach mal darauf gehofft, dass du da lang gehst. Oh, jetzt ist sehr toll. Ja, momentan ist Hammer für dich, ne? Hm? Ah, du wolltest mir nicht den Lightning Gun geben, hast du in letzter Sekunde noch auf so eine Kackwaffe gewechselt. Nein, die Lightning Gun war leer. Ach, scheiße. Das war's halt. Ich hab halt auf die auf die Shock Rifle zwei Schüsse leer, Lightning Gun ein Schuss leer. Und dann hab ich nur noch das Assault Rifle. Ja, er kommt um die Ecke und zwei Sekunden und ich hab einen Schuss sitzen. Ich hasse das. Ach, geht doch. Aber du bist fast tot, oder? Ja. Nein, 83 Leben. What? What the Woher fuck? 83 Leben? Ja, das weiß ich auch nicht. Du bist doch die ganze Zeit mit dem Ding getroffen. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Basti, fick dich hart. Roboterbonus oder so, ich will kommen, ey. Ach, scheiße. Wenn wir mal in den Nahkampf kommen und ich den Raketen einfach habe, gewinne ich gerade sogar meistens. Ja, immer, weil ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Aber wenn du halt bald von mir wegstehst, dann habe ich halt keine Chance mit anderen Kackwaffen. Oh, was ist das denn? Ich wollte die gar nicht. Ich will die Waffe. Also wenn wir das öfter spielen, muss ich unbedingt diese bevorzugte Waffe umstellen, weil das mich hart nervt. Ja, oh, mich auch. Mir geht das Ich glaube, ich habe Raketenwerfer laufen, Bio-Rifle oder das Bio-Rifle in der Hand oder so. Das hasse ich. Ich auch. Kennst du das? Ja, sicher. Passiert mir ständig, ist mir gerade passiert. Und ich finde irgendwie die Kollisionsabfrage, wann man solche Sachen aufnimmt, ist irgendwie komisch. Komisch? Du hast ja, also ich laufe über Sachen. Ich will keine verkackte Shock-Rifle. Danke, dass du mir sagst, wo du bist. Also indirekt. Was? Ich leite drei auf, es fliegt ein und es explodieren drei. Ich bin fast tot. Ach, du hast die Shock Rifle, ne? Ja. Boah. Nee, nicht die Shock, ich hab die Lightning. Meine ich. Kollege. Kann jemand nicht sagen, welche. Die für mich beide irgendwie ziemlich ähnlich sind. Also, du bist auch, dass die eine ein bisschen zoomen kann und die andere solche coolen Bälle schießt. Ja. Und die Lightning dann noch mehr Damage macht. Ja, wesentlich. Ach, du hast den. Was? Ach, du hast dir einen Schutz geholt. Nein. Was? Gar nicht. Ey, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Könntest du. Ey, sag mal, wie viel AP hast du denn? Ich hatte Schutz. Aber. Oh, hart, oder? Ey, sag mal, was soll das denn? Was denn? Ey, stirbst du eigentlich heute noch? Nein. Wie viel AP hast du? Ey, wie viel AP hattest du, als ich dich angegriffen habe am Anfang? Ich weiß nicht, ich glaube 60 oder so. Lächerlich, ich hab dir drei direkte Treffer mit Raketenwerfer gegeben. Ja, ich weiß, ich hatte aber zwischendurch Schild. Ja, aber trotzdem, Alter, kannst du doch nicht erzählen, ey. Ja, da kann ich mich halt nicht gegen wehren, wenn ich in dem scheiß Tunnel stehe. Nein, das geht nicht. Wow. Ey, ich hab die, das meine ich, bin über die Minigun gelaufen und hab sie nicht in der Hand. Ja, egal, ich hab verloren, aber nicht so hart wie letztes Mal. Aber dass du jetzt in den letzten paar Minuten noch drei Kills machen musst, das finde ich jetzt echt nicht so ganz sozial. Wir sind alle asozial. Jetzt versteckt er sich hier. Nein, ich verstecke mich gar nicht. Da bist du. Ach, schade.
So, da sieht man meinen Schuff-Schuff-Golem. Ich hatte hart heftig, ey. Ja, ist er. Ich finde ihn voll kacke. Okay. Ja, okay, also das war das zweite Let's Battle Unreal Tournament. Da kommen garantiert auch noch ein paar. Ja, ich wette, gleich werde ich wieder von hinten genommen. Aber die Aufnahme ist jetzt erstmal zu Ende. Ach, leck mich doch jetzt nicht schon wieder hier. Mann, das ist so nervig. Ich bin doch gar nicht, Mann. Scheiße. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.